Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge PC Building Simulator. So. In der letzten Folge wollten wir, glaube ich, einen Prozess tauschen. Ne? Oder? Genau. Was hatten wir da als Film? Haben wir den schon bestellt oder haben wir den noch nicht bestellt? In dem Tag, wir haben den Prozessor noch nicht bestellt. Kleinen Augenblick. CPU. Das war ein Ryzen 5500X. Gut. Ryzen 5500X. Nein, den nicht. Da haben wir noch so, einmal hinzufügen. Dann haben wir hier noch Mails. Das ist der gerade. Nee. Hier was zum PC. Diagnose stellen. Also das ist der defekte PC, ja. Ach scheiße, haben wir doch schon bestellt, ja. Aber gut, dass wir noch nicht haben. Jetzt haben wir hier mit 8 GB. Und hier haben wir 8 GB RAM. Also 800 GB. Also 8 TB. So. Wo hat der seine Platte? Natürlich nur auf der anderen Seite. Okay. Was haben wir da? 2 TB und 1 TB. Macht 3 TB. So. Schieben wir jetzt einen 4er rein. Und noch eine 4er. Und gut ist. Muss damit klarkommen. Strom haben wir anscheinend noch. Nein, haben wir nicht. Schade. Jetzt haben wir dann immer hier die 1 TB, die nehmen wir raus. Kabeln. Gut. Ja, die brauchen nicht weiter verkabeln, die könnten nicht. Lassen wir mal so drinnen, dann hat er noch eine geschenkt gekriegt. Ich glaube, jetzt muss ich den Stick wieder dran. Ne, damit er hier das System bootet. Fehlendes Kabel, also er macht uns echt einen Stück drauf. Dann nehmen wir die halt einfach raus, so. So, dann stellen wir den ab am Ausgang wieder rein. So, gleich den damit. Na, kommst du mit? So, den da hin, dann machen wir jetzt hier erstmal den Prozessor rein, den neuen. Den kann man auch verkaufen, so, den da reinpackt. Das zu. Wärmeleitpaste drauf. Dann sein Kühl, welchen hat denn der hier? Papapapapa, was ist der kleine hier? Wir hoffen es mal. PC lädt. Und fehlen das Kabel. Ach da. Nochmal. Sehr schön, der lädt auch.
haben jetzt hier nur noch den einen. Was hat der für ein Problem? Der möchte gerne 3D machen und auf 8 GB. So, wie viel Gigabyte hat der denn da schon drin? 2 GB. Oh, ist ja eine Höhenmaschine. Den Riegel da raus. Auf 8 GB hoch. Tja, dann machen wir 1. Bestellen wir das hier. Ich mach mal für. Warte mal, was haben wir denn hier noch? PSU und CPU. CPU aufrüsten. Wir haben einen Intel Core. Was haben wir für einen i3 schon drin? Tatsache, wir haben einen i3 drin. Okay. Könnten wir unsere Bude auch mal ein bisschen aufrüsten, vielleicht, aber erst später. Na gut, wir wissen nicht, was er da drin hat. Wir machen jetzt bei dem anderen erstmal darüber 600 Watt Netzteil, auf jeden Fall. Der hier, der will PSU und CPU. Dann haben wir schon mal das Netzteil, den nehmen wir auch an. Ich hab der Warenkorb. So, für morgen bestellt. Gut, dann machen wir einmal schlafen gehen. Backbällchen. So, da ist eine Muss-Aufgabe auf jeden Fall. Ist aber nicht weiter tragisch. Da haben wir die PSU. Dann nehmen wir den erstmal mit. Dahin. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall den Arbeitsspeicher schon mal da. So, okay. Dann machen wir hier mal den USB-Stick rein, ne? USB-Stick. So, dann verkabeln wir das Ganze mal alles. Da rein. So, okay, dann starten wir das Ding mal. Die Häuser zusammengeschraubt. So, dann installieren wir hier 3D Mark. Jo, Neustart. Wir brauchen jetzt den USB-Stick, ne? Na, komm her, du. Hier ist CPU und PSU jetzt auf jeden Fall. Gucken wir mal die CPU an. Das ist bestimmt Intel, wa? Ne, Ryzen, gut. Ryzen 3 Quad Core. Ein 120er. Ich glaube, den haben wir sogar da gehabt. Jo, haben wir da. Sehr gut. Wärmeleit. Passt so drauf geklatscht, den Lüfter wieder eingebaut. Gerade wurde der Lüfter auch wieder. So, jetzt wieder noch die PSU entfernt haben. Boah, ich sehe.
So. Das ist auch noch platt machen. Da. Okay. Halt mal. Dann. Oder weitermachen. Der will hier 3D mag. Ausführen. So. Okay, installieren. PSU da. Okay, das ist defekt. Dann kriegt ihr das hier rein. Ein Knall von mir. Jetzt zieht er das da dran wieder. Modulares. Muss er durch. Die CPU haben wir doch ersetzt. Was er jetzt sieht, das erste. Das soll man ja wissen. So. Ist das der, den wir in die Festplatte nehmen wollten? Die 8 GB. Na, mal sehen. Der Kollege ist auch fertig. 2600 wert. Jawohl. Jetzt sind wir gleich mit dem Kollegen hier mit. Der möchte nämlich auch ein CPU haben, ja? Das ist richtig. Jawohl, und 3D mal. Oh, hier, das war doch ein Virenscanner bei dem zusammen. Okay. Seitdem haben wir schon einen Virenscanner. So, dann machen wir den noch schnell. So, mal gucken, was der für die CPU braucht. Auf jeden Fall auch noch einen. Ne, der hat diesmal mit Intel. Gut, der möchte einen i3 haben. Mit 6300er haben wir doch. Nee, er möchte aufgerüstet. Achso, er möchte ihn aufgerüstet. Okay, also möchte er dann haben. Was zahlt denn der dafür? 225. Intel. Kann man hier den? Den i5 können wir noch holen, okay. Morgen angesetzt. Jawohl. So, dann machen wir jetzt hier diese beiden. Kassieren, verwerfen, kassieren, verwerfen. Ja, Levelaufstieg, jo. Jo. Noch ein E-Mail. Jetzt kommt wieder auch ein Upgrade. 5, 6400 und 8 GB dran. 440 zahlt er uns. Die 5, 6400. 155. So, Speicher 8 GB. So. Ich komme auf 200. Okay, gut, machen wir noch ein bisschen. Los. Nehmen wir den an schon mal auf jeden Fall. Wenn den RAM wieder drin hat, den können wir benutzen. Das ist immer so. Ich weiß nicht. Nee. Und da steckt man mehr Geld rein in den PC, als man wirklich bekommt von denjenigen. Nee. Können wir das noch bringen? PSU besitzen. Für 205, wir wollen. Kriegen wir hin. Die bestellen wir gleich. Mit die PSU, dann nehmen wir wieder 600 Watt diesmal, so. Okay, haben wir alles. Jawohl, bis zum Morgen kaufen. Jawohl, ich würde sagen, dann beenden wir diese Folge erstmal hier. Ich
hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.